Willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer aktuellen Sondersendung Wir in Rehns Extra. Es gibt ja Themen, die sind ja wirklich sendefüllend und deswegen kriegen sie dann auch eine eigene Sendung. Und zwar ist es dieses Mal das neueste Projekt der Stadt Rehns. Und damit wollten wir jetzt wirklich nicht warten bis zu unserer regulären Sendung Ende April, weil es brennt auf den Nägeln. Es ist wirklich dringend. Es geht um ein Naturschutzgebiet, in das ein riesiges Hochhaus gesetzt werden soll. Wir waren im ersten Moment wirklich, wir haben gesagt, das ist ein Aprilscherz, das ist unglaublich, kann nicht sein. Aber Karl-Heinz, unser Kameramann, hat sich der Sache angenommen. Er hat unseren Bürgermeister befragt und es ist kein Aprilscherz. Weitreichende Recherchen und dann auch noch die Stellungnahme vom Revierförster Kaul, der auch für das Projekt ist, haben uns letztlich dann doch überzeugt, dass der Kissel Tower bald Realität wird. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Wir in Rehns ist einer tollen Sache auf die Spur gekommen, denen wir heute natürlich etwas näher nachgehen wollen. Wir sind hier oben im Feuchtbiotop am Kissel, kurz vor Schauern. Und wir haben als heutigen Gesprächsgast unseren Stadtbürgermeister, Herr Raimund Bogler. Herr Bogler, wir haben gehört, hier werfen große Dinge ihre Schatten voraus. Hier soll gebaut werden. Könnten Sie uns sagen, was denn hier gebaut wird, mitten in der Landschaft, im Landschaftsschutzgebiet? Wir wissen alle, die Buga 2031 kommt und wir brauchen in Rehns dringend ein Hotel oder mehrere Hotels. Und auf der Suche nach Investoren bin ich fündig geworden im arabischen Raum. Und die Araber haben eine Drohne über Rehns fliegen lassen, haben die Landschaft erkundet und sind hier oben auf dem Kissel fündig geworden. Sie sagten gerade, das soll ein Hotel-Hochhaus werden. Was können wir uns denn unter Höhendingen da vorstellen? Wie hoch sollten das werden? Also es ist geplant 15 Stockwerke, maximal 70 Meter, auf jeden Fall höher als auf der anderen Seite das Dorint-Hotel. Sie haben uns da von dem Hotel erzählt, von der Höhe, höher wie das Dorint. Was soll denn alles in dieses Hotel rein? Ist da geplant, eventuell noch andere Dinge in das Hotel zu integrieren? Ja, es ist geplant, erstens mal Hotelzimmer, Suiten in den oberen Geschossen für die arabischen Freunde, die ja mit dem Helikopter hier angeflogen kommen, ein Gourmet-Restaurant, eventuell Sorry, ein wenn ich Spa. Sie unterbreche, Herr Bürgermeister, Helikopter, wird denn hier noch ein extra Helikopter-Landeplatz hier auf dem freien Feld angelegt? Nein, das ist geplant auf dem Dach. Es ist ein riesiges Dach oben und die Flächen reichlich aus mit einem Landeplatz, der auch gut zu sehen ist, wenn man hier oben anfliegt. Also das ist eigentlich schon alles geplant von den Architekten. Also wir sind auf einem guten Weg da oben, sodass halt die Landschaft nicht noch weiter in Mitleidenschaft gezogen wird durch irgendwelche Bebauungen. Sie sprechen da von tollen Dingen. Da muss man sich auch irgendwo Visionen schon haben. Man muss einen visuellen Einblick haben. Gibt es denn da schon irgendwelche Vorstellungen, wie das Hotel auszusehen hat? Ja, okay, die Architektengruppe hat sich schon Gedanken gemacht. Es gibt eine Visualisierung. Ich habe das mal mitgebracht. Ich darf das mal gerade zeigen. Wir sind gespannt. Steht auf dem Kopf. Ach, jetzt haben Sie auch schöne Namen. Kissel Tower. Ja, oh ja, also, das passt. Und dann sieht man noch sehr schön Der Landeplatz auf dem fürs Deck des Gebäudes oben drauf. Und ich glaube, die Architekten haben sich da richtig Mühe gegeben. Es ist kein riesiger Klotz. Es passt in die Landschaft hier oben hin. Die Sichtachse ist gewahrt zum Rhein runter, was wichtig war bei der Besprechung mit dem Weltkulturerbe bzw. mit dem Welterbe Oberes Mittelrheintal. Da wurden auch die Vorgaben gemacht, dass das Gebäude nicht mehr als 70 Meter hoch sein sollte. Also ich glaube, es ist ganz ansehnlich. Herr Bogler, jetzt wissen wir alle, in Ihrem Nebenberuf sind Sie ja Architekt. Ja. Kann es eventuell sein, dass Sie diesen Bau auch architektonisch begleiten werden? Am Rande ja, aber die Hauptplanung macht die Bogler Building and Loan mit Sitz in London. Das Headquarter ist in Rehns und ich mache von hier aus nur die Bauleitung. Herr Bürgermeister, seit einiger Zeit werden schon gewisse Baumaßnahmen in Rehns vorbereitet. Unter anderem wird die Straße im Zilgen verbreitert und ausgebaut. Sind das eventuell schon Vorarbeiten für diesen geplanten Hotelausbau? Weil wir überlegen uns halt jetzt so in dem Zusammenhang, dass die Renser Bevölkerung durch diesen Baustellenverkehr dann ziemlich arg über verschiedene Zeiträume in Mitleidenschaft gezogen wird. Haben Sie da irgendwelche neuen Ideen? Also der Zilgen wird ausgebaut, das ist richtig.
Aber als Zuwegung für dieses Projekt hier oben ist es nicht gedacht, weil dann würde Rhens verkehrsmäßig kollabieren. Es ist angedacht von der A61 über die B327 über Hünenfeld, die K79, eine Verbindung hier hin zu schaffen. Man kann es jetzt im Hintergrund wunderbar sehen. Also das, was wir sozusagen hier von hier aus sehen können, oben mit Hünenfeld. Das ist die Planung im Moment und die Investoren haben das schon in ihr Visier genommen. Und die spinnen den Gedanken auch sogar noch weiter, eventuell eine Verbindung zur K78, weil die arabischen Gäste und die Investoren spielen gerne Golf. Die wollen auch eine Direktverbindung haben zum Jakobsberger Hof und das würde sich alles wunderbar anbieten. Wir gehen davon aus, dass die Besitzer des Jakobsberger Hofes damit mehr als einverstanden sind, wenn sie weiterhin zugkräftige Gäste bekommen, weil arabische Menschen spielen ja, wie man wissen, gerne Golf, haben auch ihre, sage ich jetzt mal, ihre Jagdfalken. Das ist ja ein tolles Revier hier, um mit ihren Jagdfalken auf Jagd zu gehen. Und ich gehe davon aus, dass eventuell die Planungsgruppe um den Jakobsberger Hof herum auch hier Interesse hat, sich in die Planungen einzubringen und ja auch vielleicht ein bisschen Geld in die Hand nehmen, um das Ganze zu unterstützen. Es ist richtig, die Investoren wohnen auch schon auf dem Jakobsberg und das war auch der Hintergedanke. So, jetzt wissen wir natürlich die Landschaft hier, wir haben eben kurz darüber gesprochen, ist ein Biotop anerkannt. Gibt es denn da keine Probleme mit den zuständigen Behörden, um ja hier den Bau eventuell zu verhindern? Könnten wir vorstellen auch, dass unser Revierförster da so seine Bedenken haben könnte? Das ist richtig, aber den Revierförster habe ich vorher schon mal eingebunden. Der sieht die Sache etwas skeptisch, das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber da muss ich noch ein bisschen dran arbeiten und die Träger öffentliche Belange, die da eingeschaltet sind, die müssen ja auch noch ihre Statements abgeben. Wenn die einigermaßen positiv ausgehen, gehe ich davon aus, wird der Herr Förster Dieter Kaul auch noch sein Einvernehmen dafür erteilen. Ja, Herr Burgler, jetzt haben wir mal ganz kurz den Standort gewechselt. Wir stehen hier vor einem kleinen See mitten in diesem Feuchtbiotop. Ist es da nicht ratsam, da mit der Landschaftspflegebehörde in Kontakt zu kommen, damit das überhaupt erlaubt wird? Oder haben Sie das eventuell schon gemacht? Also ich habe es eben schon mal ganz kurz angedeutet. Wir haben hier Wasserproben entnommen. Das ist ein sogenannter artesischer Brunnen, der, nachdem hier gerodet wurde, wieder gesprudelt ist, sage ich jetzt mal. Wir haben jetzt wieder zwei kleine Teiche hier. Vorher waren die nicht da gewesen. Das konnte man erst wieder sehen, als die Holzungen hier, die Rodungen gemacht wurden. Und wie gesagt, die Wasserbehörde, das Gesundheitsamt, alles ist mittlerweile eingeschaltet. Und wenn das jetzt sich entwickelt, dass es ein Heilwasser wird, und in dem Hotel selber, das darf ich kurz noch sagen, in dem Spa-Bereich könnte dieses Wasser dann zu Badezwecken, zu Haltquellenzwecken genutzt werden. Das Wasser wird also nicht abgegraben und irgendwie versiegelt. Es sprudelt selber ganz alleine. Es werden keine Bohrungen gemacht. Wir wollen also die Natur nicht weiter schädigen. Also das, was wir hier sehen, ist Natur pur. Heißt also, die Wasserversorgung des Hotels ist dann sozusagen nachher ganz autonom, reicht das Wasser dafür da oder müssen nochmal extra, was weiß ich, größere Grabearbeiten durchgezogen werden, um hier Versorgungsleitungen zu legen? Nein, der Gedanke war halt, dieser Ort hier ist dafür prädestiniert. An der Straße nach Schauern ist eine Wasserleitung, die von Schauern nach Rhens runtergeht. Die kann notfalls angezapft werden. Gleiches gilt auch für Strom. Da gibt es auch noch Ideen, weil hier gibt es ja keinen Strom. Wir haben vor, eine Photovoltaikanlage zu bauen und eventuell auf dem Maulbergkopf ein Windrad hinzustellen, damit dieses Gebäude fast autark energetisch erschlossen oder versorgt werden kann. Das heißt also, die Renser Bevölkerung, die Bevölkerung, die halt rundherum ist, die braucht sich nicht über irgendwelche Engpässe zu sorgen. Das soll alles möglichst autark werden hier oben. So sieht es aus, ganz genau. Das ist der Gedanke. Kommen wir noch zu einem anderen, vielleicht wichtigen Thema, was ja vielleicht auch dazu beiträgt, dass diese Sache hier genehmigt wird, ist das Arbeitsplatzproblem. Gibt es denn hier tatsächlich die Möglichkeit, dass für Rhenser Bürger oder für Bürger der Verbandsgemeinde Arbeitsplätze geschaffen werden? Also man spricht von ca. 200 neuen Arbeitsplätzen, die hier in Rhens geschaffen werden. Das wäre ja toll. Und die Menschen oder die Bediensteten sollen alle aus der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel angeworben werden. Ja, Herr Bürgermeister, danke für die Informationen. Das wird die Rhenser Bevölkerung natürlich sehr stark interessieren. Wann wird Baubeginn geplant sein und vor allen Dingen, wie lange wird es dauern? Wird es länger dauern als Berlin oder Stuttgart?
Ich gehe davon aus, dass wir im Jahr 2019 mit dem Bau beginnen können. Die Vorplanungen laufen, der Stadtrat ist eingebunden. Wir haben schon die Bauvoranfrage durch, also das ist alles schon auf einem guten Weg. Und wenn das mit der Bauvoranfrage durch ist, kann man davon ausgehen, dass man relativ zügig auch die Baugenehmigung bekommt. Und nochmal insistierend, wie lange rechnet man insgesamt mit den Baumaßnahmen? Circa 3 Jahre. Naja, das wäre eine tolle Sache. Das hieße also rechtzeitig zu Buga 2031 sind wir auf alle Fälle fertig. Herr Bürgermeister, das war ein sehr informatives Gespräch. Wir danken Ihnen von Wien Rens für diese Informationen und hoffen, dass wir damit bei breiten Bevölkerungsschichten Begeisterung auslösen werden. Vielen Dank. Ich danke auch Ihnen. Ja, liebe Zuschauer von Wien Rens, wir sind mal wieder auf dem Kissel. Der Bürgermeister hat einiges dazu gesagt. Der Förster wurde im Gespräch auch mit erwähnt und den haben wir jetzt hier bei uns. Lieber Herr Kaul, Sie haben von dem Bauprojekt gehört, das der Bürgermeister und der Stadtrat in Rens, geplant haben. Baubeginn soll schon bald sein, 2019. Wie stehen Sie dazu? Ja, zunächst muss man mal sagen, in Rens fehlt uns natürlich noch ein Hotel. Ja. Ein gutes Hotel, wo auch mal Busse untergebracht werden können. Also auch schon ein größeres Hotel würde uns natürlich gut tun. Ja, aber die Höhe des Hotels von 70 Metern, das ist ja dann im Prinzip nachher höher als das Dorinthotel auf der anderen Rheinseite. Ist es nicht irgendwie, sag ich jetzt mal, störend hier in Naturschutzgebieten im Kleinen? Ja, man kann es ja so etwas angrenzend bauen, die Fläche hier vor uns. Es gehört ja auch noch zum Kissel und 70 Meter, das wird man also von Rens aus kaum sehen. Ja, es ist natürlich von der anderen Rheinseite aus und auch vom Bobberderwald genauso einsichtig, wie wir deren Windräder sehen oder Dorinthotel auf der anderen Seite oder Lahnhöhe hier drüben. Klar, so ein Gebäude sieht man natürlich. Ja, das ist richtig. Wenn man jetzt hört, welche, sag ich jetzt mal, Investoren da kommen, die kommen dann aus dem arabischen Raum, wie uns der Herr Burkler sagte, finden Sie auch, dass das eventuell nicht Ausverkauf unserer Landschaft ist? Ja, es wird natürlich den Punkt hier belasten, ja. Aber ich denke, wenn man das architektonisch geschickt löst, kann man auch so ein Hotel hier in die Landschaft einbinden. Mit Hubschrauberlandeplatz obendrauf oder würden Sie da Probleme sehen mit dem Naturschutz, sprich Wildvergrämung und so weiter? Also das Wild gewöhnt sich da dran, ja, und klar, mit Hubschrauberlandeplatz gehört heute zu so einem Hotel mit dazu, ja, gibt es ja auch hier angrenzend auf dem Jakobsberg, also da sehe ich jetzt keine so große Probleme. Wir stehen jetzt hier mittendrin in diesem kleinen Naturschutzgebiet mit Tümpeln, die sich gebildet haben, nachdem hier vor einigen Jahren gerodet wurde. Und da bin ich schon beim Thema, gerodet wurde. Es hat schon ein bisschen in der Öffentlichkeit ja, Erregung hervorgerufen. Wien Rens hat auch darüber berichtet. Jetzt mal ehrlich, Herr Kaul, wurden diese Maßnahmen damals schon im Vorgriff auf die zu jetzt geplante Bebauung vorgenommen? Nein, sie wurde nicht im Vorgriff auf die jetzt geplante Bebauung vorgenommen. Aber die Geschichte beginnt 2010 und 2011 mit der neuen Forsteinrichtung. Damals hat die Stadt Rens eine erweiterte Umweltvorsorgeplanung in Auftrag gegeben und auch erstellt. Und in dieser erweiterten Umweltvorsorgeplanung ist diese Fläche eben so vorgesehen zur ja, Rekultivierung, Renaturierung, wie sich das jetzt hier darstellt. Das heißt also, das Wasser, was sich jetzt hier gesammelt hat auf dem höchsten Punkt von Rens, kommt aus sogenannten artesischen Brunnen, wenn ich das richtig verstanden habe das damals. Das ist ein artesischer Brunnen, ja. Und das Wasser soll ja nach Analysen von gewissen Ämtern eine sehr gute Qualität haben. Könnte das sein, dass man dieses Wasser eventuell später nutzt, um hier den Status einer Kurstadt Bad Rens zu bekommen? Das Wasser erfüllt eine ganze Menge Voraussetzungen für so einen Status zu erreichen. Ja, wir liegen natürlich hier insgesamt am Ostabhang vom Hunsrück und das Wasser, was hier rausdrückt, ist sehr reich an
schwer lösliche Mineralie, weil es sehr lange durch den Hunsrückschiefer durchgesickert ist. Wenn das halt so tolles Wasser ist, dann müssen sich eigentlich hier auch irgendwelche Lebensarten angesiedelt haben, die es zu schützen gilt. Sind solche, sage ich jetzt mal, bedrohten Tierarten hier gefunden worden oder vermutet man welche hier? Hier gibt es eine ganze Menge bedrohte Tierarten. Ja. Schon im ersten Jahr hat sich hier wieder die Ringelnatter angesiedelt, auch Gelbbauchunge. Ja. Aber die kennen wir alle noch aus unserer Jugend. Sind das tatsächlich jetzt auf der roten Liste befindliche Tierarten? Ja. Würde dann nicht eventuell ein Baustopp die logische Folge sein oder dass man diese Planung überhaupt gar nicht voranbringen konnte, weil diese bedrohten Tierarten hier sind? Also man kann ja natürlich sowas, wie wir das hier sehen, auch in so ein Bauprojekt integrieren. Also Umsiedlung? Ja, man kann auf der einen Seite bauen bis hier an die Grenze, ja, und nimmt dieses Projekt hier oder diese Fläche hier, die ja insgesamt hier 4 Hektar groß ist und 2 Hektar davon sind Naturschutzfläche, die kann man ja durchaus auch als hotelnahe Erholungsfläche in dieses Projekt integrieren. Das hört sich gut an. Ja. Und man spricht immer wieder von Kleinklima. Würde das hier nicht gestört werden durch so einen Klotz 70 Meter hoch? Das hat schon Einfluss auf das Kleinklima. Aber wenn so ein Gebäude in die Landschaft angepasst wird, also wenn es jetzt nicht so ein viereckiger Klotz ist wie drüber auf der anderen Seite, sondern einfach diese Form, diese Landschaftsform, die es hier gibt, aufnimmt, in der Mitte 70 Meter hoch ist, ja, und nach der Seite langsam abfällt, wird das kaum Einfluss haben. Der Bürgermeister sagt uns auch, dass man hier energieautark sein will, sprich, dass man seinen Strom mittels Windrädern oder Solarpanelen erzeugen wolle. Ja. Wie stehen Sie dazu oder sollte man das wieder extern machen? Das ist ein Vorschlag, den ich auch schon mal intensiv ausgearbeitet habe, ja. Und zwar sind hier große Fläche hier im Umfeld im Eigentum der Stadt Rhens. Die sind jetzt verpachtet und diese Fläche könnte man mit Photovoltaik Freiflächeanlage bebauen. Und diese Photovoltaikanlagen so an dem Gebäude selbst anbringen? Das wäre natürlich noch eine Ergänzung, aber so ein Gebäude hat natürlich als Hotel einen sehr hohen Energiebedarf, also da bräuchten wir schon zusätzliche Freilandfläche. Aber die ist hier vorhanden. Was hier auch noch vorhanden ist, es laufe hier an dieser Fläche 2 Stromleitungen vorbei. Ja, also diese ganze Infrastruktur ist eigentlich schon da. Auch Wasserversorgung für über die Rheinhöhen liegt hier alles. Ja, der Bürgermeister sagte uns, dass die Wasserversorgung und die Baustellenzufahrten alle von der 327 über Hünenfeld kommen sollen, dass das Dorf sozusagen nicht gestört wird vom Baustellenverkehr. Ja. Haben Sie das auch unterstützt? Ja, das müsste natürlich so sein. Die Zufahrt müsste über Hünenfeld sein. Ist ja auch viel kürzer als diese 10 Kilometer Umfahre über Rhens. Und so über Hünenfeld, das ist ja, hier drüben sehen Sie den Ortsteil Hünenfeld. Dann schon oben diesen Sendemast, das ist die Nasseck. Ja. Also man ist hier in dieser Richtung ganz schnell auf der Autobahn. Und die Andienung und auch die Abfuhr muss eigentlich immer auf dem kürzesten Weg Richtung Autobahn sein. Ja, lieber Herr Kaul, danke für das informative Gespräch. Wir sehen, dass die Stadt Rhens dort Zukunft plant. Sprich, dass hier tatsächlich für die Arbeitswelt einiges geschaffen wird. Der Herr Bürgermeister erzählt da was von 200 Arbeitsplätzen. Hoffen wir mal, dass es so kommt und wir freuen uns natürlich auch, dass Sie als zuständiger Revierförster der Sache auch positiv gegenüberstehen. Danke, Herr Kaul. Danke, Herr Fasen.